Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Schlesier. Ich bin am 18. Dezember 60 Jahre alt geworden. Ich muss sagen, das tollste und schönste Alter. Meine Lebenseinstellung ist sowieso, dass jedes Alter schön ist. Man kann das Beste immer draus machen. Ich habe eine Immobilienagentur seit 1981, seitdem ich in Marbella lebe. Jetzt brauche ich meine Brille, denn ein bisschen Lesebrille ist notwendig. Wann bin ich ausgewandert? Ich bin ausgewandert aus Deutschland 1977, zuerst 3 Jahre nach Caracas. Das war damals wie Dubai vor etlichen Jahren, das war der Hotspot. Oh, schön, Karibik, Meer, Sonne und so weiter und so fort, aber nach wie vor, es ist ein Drittweltland. Marbella kannte ich immer schon, bin jedes Mal im Urlaub hier gewesen und 1981, als sich die Möglichkeit anbot, der Boom der 80er mit den Investitionen der Araber, habe ich mich entschlossen, hierher zu ziehen. Und ja, seitdem bin ich hier. Meine Lebenspartnerin, die nimmt das gerade auf. Wir sehen sie später am Mittagstisch. Ihr Name ist Susan, sie ist 41 Jahre alt, aus Singapur. Sie arbeitet bei mir in der Firma im Immobilienverkauf. Sie ist sehr gut, vor allen Dingen mit hochpreisigen Kunden kennt sie sich sehr gut aus. Sie war, so wie ich auch, 18 Jahre verheiratet, ist geschieden, ich bin auch geschieden, war auch 18 Jahre verheiratet, habe 4 Kinder, 3 Töchter, die leben alle in Deutschland. Und mein Sohn Felix lebt seit einer Woche jetzt bei uns. Susans Ältester studiert in Madrid und ihr Sohn Lennart mit 16, der lebt auch mit uns, genau wie meine Mutter, die wir später sehen, sie ist 87. Und Galina, eine Russin aus Sibirien, die sich seit 1,5 Jahren sehr gut gesagt, vor meinem Auswandern bin ich 3 Jahre in der Welt herumgereist und ich muss sagen, ich liebe das Meer, ich liebe die Sonne. Und Andalusien ist für mich das sind die Menschen sehr freundlich. Die Andalusier sind ein sehr offenes Volk. Der ganze Lebensstil ist anders. Zum Beispiel meine Bürozeit ist von 10 bis 2 und von 5 bis 8. Lebensqualität. Hier bin ich in 5 Minuten in meinem Hauptbüro. Keine Ampel, also kurze Verkehrswege. Fantastisch. Also wenn ich liebe natürlich München, meine Heimatstadt, ohne jede andere große Stadt, wo ich hinfahre. Aber der Verkehr allein, ich bin immer sehr froh, wenn ich wieder... Wir sind Mitglied in einem Classic Car Club, habe selbst ein Bentley Baujahr 89, das aber auch ein Arbeitsfahrzeug ist für wichtige Kunden. Oder wenn die ganze Familie da ist, wir passen auch alle rein, das ist ein ziemlich großes Teil. Dann aus Nostalgiegründen habe ich noch ein Bauer Cabrio, Baujahr 81, das habe ich jetzt seit 23 Jahren oder sowas, ist aber jetzt zur Winterzeit untergestellt. Hobbys, mein Sport in erster Linie, also alle Sportarten, die ich mache, aber nicht alle gleichzeitig, man hat dann so Phasen, also ich spiele sehr gern Golf, Tennis, Wassersport im Sommer, wir haben ein kleines Sportboot im Hafen, da gehen wir dann Wasserski fahren, Monoski, Wakeboard und lauter so Sachen. Auf meiner Facebook-Seite sind da auch 3 Clips zu sehen, Watersports Marbella. Generell auf meiner Facebook-Seite, Wolfgang Schlesier, ist unser Leben betrachtbar, Social Life, Events und so weiter. Ich habe alle Sachen öffentlich, weil ich habe nichts zu lieben. Musik. In meiner alten Villa hatte ich ein Musikstudio mit Karaoke, mit Keyboards und so weiter, die ganzen Sachen. Das war jetzt in Storage und jetzt haben wir das in den Keller reingestellt und es wird innerhalb der nächsten paar Wochen wieder alles aufgebaut. Wie gesagt, Musik macht ja, viel das Spaß. Ja, die uns gerade filmt. Wir wollen heiraten. Ist ein bisschen kompliziert mit den Papieren. So, hier haben wir Susan, die gerade das Interview gemacht hat. In ihrem Fall würde man wohl eher sagen, goodbye Singapore. Goodbye Singapore. Yes, because you left Singapore how long ago, which year? I left 89.
Also 1989 ist er aus Singapur weggegangen und lebte dann 13,5 Jahre in Holland. Ja, und dann sind sie 2 Jahre in Singapur wieder gewesen und dann vor 6 Jahren nach Mabea. And independent of being a housewife, you also had some professional activity then? Yeah, I did hobby actually. I was a self-home cook to start with, but it ends up to became a profession. But that was mainly self-interest. Yeah, but you had a restaurant, right? Yeah, for a short time only. Mm. How long? 2.5 years. That's quite a long time. French with contemporary French with a twist of the Orient. Also Susan ist eine passionierte Hobbyköchin und kann also super toll kochen. Da habe ich ein bisschen Problem mit dem Gewicht, weil es immer sehr, sehr lecker ist. Und das hat sich dann auch gewandelt professionell, dass sie 2,5 Jahre ein Restaurant hier hatte. Und ja, seitdem wir zusammen sind, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen, arbeitet jetzt about 2 years now in real estate with me, no? One and a half years. Ja, seit 1,5 Jahren im Real Estate und ist sehr, sehr gut geworden. Und ja, mein Plan ist, ich mache sie jetzt zur Königin des Real Estate von Mabea. Let's see. Ja, okay. Hier ist mein Arbeitsplatz, Hauptbüro. Wir haben hier noch eine Niederlassung in Liria, die zeigen wir dann später. Und was machen wir hauptsächlich? Ja, am Computer. Die Vermarktung geht ja alles über Internet heutzutage. Aber der Kontakt mit den Kunden ist natürlich am wichtigsten. Und wir sind natürlich auch das Internationale wieder vertreten. Hallo Birgit, wie geht's? Guten Tag. Was tut sich heute? Ich meine, wir haben ja immer noch schlechtes Wetter, wo wir ja eigentlich immer sehr schönes Wetter haben, aber bitte, ja, ist halt so. Leider, heute ist es nicht so schön. Ja, und kommen viele Leute so rein, oder? Heute war es nicht so bewegt, aber ja, doch, es kommen Leute. Immer was los, immer ne? Immer was los, ja. Wir sind ja auch schon 11 Jahre hier. Ja. Und ja, und wir sind jetzt, wie lange? Du hast angefangen? 92, ne? Bei mir. Ich bin seit 92 bei Casa Mabea. Ah, ja. Super. Und wie lange schon in Mabea überhaupt? In Mabea bin ich seit 1984. 84, ausgewandert aus Deutschland. Jawohl. Sozusagen goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland, welcome to Spain. Warum damals? Aus privaten Gründen. Aus privaten Gründen und dann hängen geblieben oder ganz bewusst hier geblieben? Nein, ganz bewusst hier geblieben. Ah ja, also hast dann auch noch eine Story dazu zu erzählen, ne? Ich habe die Schule in Malaga besucht, um Spanisch zu lernen und da hat es mir so gut gefallen, dass ich gerne hier wohnen wollte. Ah, hast du dich wahrscheinlich verliebt oder so, ne? Nein, habe ich nicht. Das kam dann später. In das Land habe ich mich verliebt. Ah, das ist richtig. Ja. Okay. Deutsche Bäckerei. Alles klar, super. Ureu ist eigentlich kein Deutscher, oder? Ja, doch, bin ich Deutscher. Hast du deutschen Pass? Ah, ja. Ja, aber eigentlich Perser, oder? Ich bin geborener Perser, ja. Aber ich bin Deutscher, also ich bin Deutsch. Ah, und wie lange bist du schon hier? In 6 Jahren. 6 Jahre. Goodbye Deutschland. Gut. Ja, deswegen mache ich gerade eine Aufnahme. Also, Frau hat das hier gemacht. Passerella, aber wie gesagt, deutsche Bäckerei. Und hier treffen sich auch viele Deutsche, oder? Viele Deutsche, ja. Kommen so viele Deutsche für Frühstücken, für Mittagessen. Und so weiter. Wir essen Leberkäse mit den Spiegeleier, mit Bratkartoffeln. Was? Seit wann hast du das? Wusste ich gar nicht. Dann komme ich ja sofort. Ich liebe Leberkäse. Ich bitte dich. Ich habe viele. Ich habe auch Eisbein, wenn du möchtest. Auch Eisbein? Ah, ja. Okay. Ah, ja, was haben wir denn hier? Den Mannis Treff. Wollen wir mal gucken, ob er da ist? Ah, da ist er ja. Ja, servus. Komm mal. Grüß dich. Jawohl, du bist. Ja? Du musst ein bisschen sanfter mit den Damen umgehen. Jetzt komm, jetzt. Der ist vom Finanzamt, jetzt weißt du, ja. Nee, wir machen ja so eine Präsentation mit Goodbye Deutschland. Ach gut, ja. Du bist doch, vor 10 Jahren aus Deutschland weggegangen, ne? Ja, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, ne? Und durch Casa Mabea zufrieden eine Villa gekauft. Wunderbar, ja, wunderbar. Richtig. Ja, Rebecca ist gerade in Los Angeles mit der Katze. Ja, mit der Katze. Was ist denn jetzt mit dir? Wir werden besucht vom Finanzamt.
Amtsamt ist hier heute ab. Gut bei Deutschland. Wann bist du aus Deutschland weggegangen? Vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren? Ja. Musstest du oder wolltest du? Ich wollte. Genau. Nicht. Ich bin immer noch da. Und Michael versorgt uns mit wunderbaren Fischen und so weiter und so fort. Ganz wichtig. Na, genau. Und hier treffen wir uns alle. Hier trifft man sich mit. Hier gibt es den Fisch, hier gibt es die Autos, da gibt es die Wurst und bei mir gibt es die Holz. Hallo Felix. Ich hab dir gesagt, du sollst einen Schirm mitnehmen, obwohl es ja hier eigentlich nie regnet. Hi Lennart. Hola, ¿qué tal? Felix, gepasst. Ich hab dir gesagt, du sollst einen Regenschirm mitnehmen. Es regnet auch ab und zu mal hier. Ja, weil wir tun hier das Leben so, was so täglich abläuft, da aufnehmen. Ja? So, jetzt kommen wir zu Hause an. Hier wohnen wir, sind wir gerade eingezogen. Gesagt, es spricht jetzt nicht für die Costa del Sol, aber ich meine, wir haben 320 Sonnentage hier und heute ist nun mal ein Tag, an dem es regnet. Das ist eigentlich so ziemlich das schlechteste Wetter, was wir hier haben. Oh, unsere Eingangshalle, wie gesagt, aber es ist alles noch etwas provisorisch. Unsere Eingangshalle, ja, wie gesagt, Regen. Können wir heute leider kein Tischtennis spielen. Hier haben wir unser schönes Esszimmer, da können wir nämlich schöne Partys machen. 10 Leute einladen. Ja, die Susan haben das alles schön dekoriert. Ina, ne? Und jetzt gehen wir hier mal. Muy bien. Hallo Oma, guten Tag. Bussi. Bussi. Momente. Wie geht's? Ein bisschen Regen heute, aber soweit ganz gut. Es regnet ein bisschen. Und hier haben wir unseren Neuesten hier, der Mandy, unser Papi. Der ist im Moment, den haben wir erst seit 2 Tagen. Jetzt haben wir eigentlich die Sache andersrum. Wir haben bereits Mittag gegessen, weil wir jeden Tag gemeinsam hier Mittag essen. Aber die Galina war gerade mit meiner Mutter zusammen, deswegen ging es nicht. Jetzt stelle ich vor, hier ist die Susan. Sie ist aus Singapur und hat in Holland gelebt 13 Jahre und kann auch ein bisschen Deutsch, nicht wahr? Niederlands. Ein bisschen Deutsch? Deutsch? German? Ja. No, a little bit. Ein bisschen? No? Nur Niederlands. Lennart, ihr Sohn, wie alt bist du? 16. Der kann schon ein bisschen besser Deutsch, nicht? Nein, nicht. Ein bisschen, ne? Und du hast in Holland gelebt und dann? In Singapur. Und dann? In Spanien. In Spanien, ja. Ja. Und du gehst jetzt in die Schule und machst Abitur, wann? Bachelorato. Noch? Das erste von Bachelorato. Noch 2 Jahre, ne? Ja. Okay. Und hier haben wir den Felix. Hi. Hi. Und du warst vorher in der deutschen Schule? Ne? Ja. Und jetzt? Wo bist du jetzt? Spanischschule. Wie heißt die? Mega Hernandez, genau. Und wir sind jeden Tag hier Mittagessen, um kurz nach 3, nachdem sie von der Schule kommen. Und am Abend um 9 Uhr wird Abend gegessen. So, jetzt gehen wir vom Wohnzimmer hier in unser Büro. Ja, und hier sehen wir, was mein, ja, da haben wir hier nochmal die Pokale von meiner Beckerman-Zeit und Karriere in den 70er Jahren. Und hier sehen wir Präsident Ikeda von Soka Gakkai International. Und hier ist mein Altar, an dem ich jeden Tag meine buddhistische Praxis mache. Ja, mein Chanted Namiho Rengekyo. Und im Prinzip stärkt man den Glauben an sich selbst. Diese Aufnahmen sind ja nur, sind also nicht repräsentativ für Mabea. Ja, wir leben hier direkt am Golfplatz. Das ist das Par 10 vom Guadalmina Golfplatz. Der hat 2 18-Löcher-Plätze und ein 9er. Hier unser Trampolin, wir. Hier unten das Wohnzimmerbereich. Da oben, wie sagt der Lennart. Und wenn es schön ist, sitzen wir hier draußen. Und das waren nämlich die ersten 2 Wochen im Januar absolut traumhaft. Wir hatten 22, 23 Grad, eine Hitze, dass wir schon dachten, der Frühling hat angefangen. Und was sehen wir hier? Jawohl, unser Klassiker, ein Bentley Baujahr 89, mit dem wir unsere russischen Kunden oder auch Osten, die stehen alle drauf. Oder wenn die Großfamilie da ist, ja, da passen wir alle rein. Deswegen haben wir die Kiste auch. Ja, also dann, bis später.